Dieses kleine Ding ist ein Lebensretter. Glaubst du nicht? Wir werden sehen. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rosser vom Survivor Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist ja dieser kleine Lebensretter, wie ich ihn genannt habe, und der hat im Endeffekt zwei Funktionalitäten. Die eine Funktionalität ist ein Glasbrecher, zeige ich dir dann nachher, wie das geht. Und da, ja, da ist ein Gurtschneider eingebaut. Und der funktioniert klasse, also man kann damit wirklich schön, ich schneide jetzt mein Hemd nicht auf, aber das geht wirklich sehr gut, ist sehr, sehr scharf. Die Idee ist eigentlich, dass man das als Schlüsselanhänger verwendet, aber davon mag ich abraten, zumindest bei meinem Exemplar. Wenn das da am Schlüssel hängt, irgendwann geht das runter, ich habe das schon einmal verloren, glücklicherweise wiedergefunden. Also das ist etwas, was ich einstecken habe, das ist ein bisschen eine Fehlkonstruktion. Alle anderen Dinge funktionieren sehr, sehr gut und ich würde dir jetzt ganz einfach gern zeigen, wie dieser Glasbrecher funktioniert. Die Idee ist ziemlich simpel. Hier innen ist ein Glasbrecher eingebaut. Das heißt, du setzt das an die Scheibe. Ich habe jetzt hier ein Stück Holz. An dieser Stelle, da ist natürlich jetzt kein Loch und gar nichts. Du setzt das Ganze einfach an und drückst drauf. Boink. Und ich mache es gleich ein zweites Mal. Einfach ansetzen. Einfach ansetzen. Und dann entsteht das hier, nämlich dieser Stahlbolzen, der da eingebaut ist, wird automatisch nach vorgedrückt und boink. Yeah. Kann man auch Musik machen oder viele kleine Löcher. Ja, dieses Ding, Jaunt, steht da drauf oder wie man das ausspricht, du weißt, da habe ich es nicht so damit. Vielleicht mag man das wieder jemand als Kommentar schreiben, das ist ganz, ganz nett. Ist natürlich ein sehr spezialisiertes Werkzeug und das genau da, wo ich es brauche, wunderbar funktioniert, nämlich als Glasbrecher und als Gurtschneider, das heißt für Notfälle im urbanen oder im urbanen Gebiet, beziehungsweise eben bei Autounfällen und auf jeden Fall eine feine Sache. Du weißt vielleicht, dass ich ja auch ein Survival-Multitool rausgebracht habe, dass es bei mir zu kaufen gibt. Auch da mag ich dir den Link geben. Gibt es mittlerweile auch auf Amazon. Schau es dir ganz einfach an. Und das hat auch einen Glasbrecher, wie du siehst. Der Punkt dabei ist, und das ist halt bei der Ausrüstung immer wieder die Frage, ich kann mit dem auch einschlagen, aber definitiv nicht so effektiv wie mit diesem Jant-Ding hier, mit diesem kleinen Lebensretter. Der ist hochspezialisiert und kann genau das, was er tun kann, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Aber mehr kann er nicht. Das bedeutet, ich kann damit relativ wenig improvisieren. Ich kann damit den Verwendungszweck, der sehr enges, irgendwie erweitern. Also die Multifunktionalität ist hier nicht gegeben. Und das macht nichts. Deswegen ist er ja ein Tool genau für diesen Zweck. Wenn ich jetzt dieses Multitool oder andere Multitools hernehme, okay, ich kann jetzt diesen Glasbrecher auch zur Selbstverteidigung als Kubutan einsetzen. Das Messer, das hier, Messerchen muss ich eigentlich sagen, das hier verbaut ist, ne? Mit dem kann ich einen Gurt nicht auf einmal durchschneiden, das wird sich einfach nicht ausgehen. Dafür kann ich aber hier diese Schneide verwenden, um zum Beispiel Zunder aufzubereiten, ein Paket aufzuschneiden oder sonstiges. Das heißt, ich bin hier flexibler, aber dafür im Einsatzfall nicht so effektiv wie eben bei so einer hochspezialisierten Ausrüstung. Das ist ganz einfach der Punkt. Der ist wirklich nur für den urbanen Bereich, also den zivilisierten Bereich gedacht und das ist ja ein Multitool, das mir die Gefahren in beiden Welten zusammenbringt. Das heißt, im urbanen Gebiet ein Glasbrecher, ein Selbstverteidigungselement und Signal, wenn ich will. Dieses Signal kann ich aber auch in der Natur einsetzen mit diesem Feuerstahl und mit diesem kleinen Messerchen, das ich da eh schon vorher gezeigt habe. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber dieses Ding hier kann ich dir hundertprozentig empfehlen. Ich bin der Meinung, dass das in jedes Auto gehört und dass man das ganz einfach mit dabei hat. Das kann tatsächlich das eigene oder das Leben von anderen retten. Jetzt kannst du aber sagen, ja, ist mir wurscht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Weiß ich nicht. Aber es geht nicht um die Wahrscheinlichkeit, denn wenn es dich oder jemanden trifft, der dir wichtig ist, dann sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen irrelevant. Denn alles, was denkbar ist, kann auch eintreten. Das war's an der Stelle. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, ob du so ein Teil hast, ob du das schon einmal einsetzen musstest. Teil ganz einfach deine Geschichte, das wäre sehr, sehr nett. Unten findest du einen Link zu dem Produkt und natürlich auch zu meinen. Das ist eh ganz klar, ein bisschen Werbung muss sein. Ich mag dir um einen Daumen nach oben bitten oder nach unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Ciao.